Ja, hallo nochmal. Ja, eigentlich wollte ich gestern den Weserradweg beginnen, aber da spielt im Moment meine Schulter nicht mit. Wenn ich die ganze Zeit auf dem Fahrrad sitze, macht die Schulter Probleme. Ich habe da eine Schleimbeutelentzündung drin und jetzt muss ich mir eine Alternative aussuchen. Deshalb bin ich jetzt hier in Limburg. Da seht ihr schon den Dom von Limburg. Und ich nehme euch heute mal mit auf einen kleinen Stadtrundgang. Ja, gestartet bin ich gerade am Campingplatz und über die alte Lahnbrücke geht es dann jetzt nach Limburg rein. So, los geht's am alten Katzenturm. Ja, der Name Katzenturm hat gar nichts mit dem Tier zu tun, sondern von da oben wurde mit einem kleinkalibrigen Geschütz den Katzenkopf geschossen. Und daher kommt der Name. Vom Katzenturm geht's dann Richtung Nassauer Hof zur Brückengasse. Und von hier geht's dann in die Altstadt rein. Das hier ist wohl das Haus der sieben Laster. Ja, zum Dom hoch führt keine Straße, nur eine Treppe. Ja, jetzt haben wir den Dom im Gegenlicht. Mal gespannt, ob da auf ist. Aber hier am Sonntag könnte natürlich auch Messe sein. Ja, und da vorne ist der umstrittene Bischofssitz. Ja, leider ist jetzt gerade Messe. Kann ich natürlich nicht mit der Kamera durch den Dom rennen. Zum Warten ist es mir jetzt auch zu lang. Da gehe ich mal weiter. Vielleicht komme ich nachher hier noch mal hoch. Direkt an den Dom, wie soll es anders sein, schließt auch das Limburger Schloss an. Aber hier sind auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Da ist die Rückfront vom Limburger Dom mit seinen sieben Türmen.
hatte ja vorhin gesagt, man kommt nur über Treppen zum Dom hoch. Stimmt nicht ganz. Natürlich gibt es auch eine Straße, aber die ist nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Ja, den Dom von innen bleibe ich euch schuldig. Ich bin gerade noch mal den Berg hoch, weil ich rein wollte. Aber da ist jetzt auch keine Messe mehr, aber trotzdem, da sind so viele Leute drin. Da hätte ich nicht filmen können, ohne alles verpixeln zu müssen. Das macht auch keinen Sinn. Ja, ich bin soweit rum mit der Runde. Ich habe euch bestimmt nicht alles gezeigt, weil also langsam wird die Stadt voll. Ich habe schon extra gedacht, machst du sonntags den Rundgang, dann hast du mehr für dich, aber nicht wirklich. Ja, Limburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.